Ich habe das auch nicht immer und auch nicht immer beim Musikmachen. Das kann überall passieren, habe ich das Gefühl, das Flow-Erlebnis. Und es hat wirklich sehr viel mit der Einstellung zu tun und wie dass man etwas anschaut. Und ich glaube, wenn die Möglichkeit besteht, dass man aus jedem Moment auch könnte Glück machen, dann ist man schon auf einem guten Weg. Flowcast mit Flavio Kamensind. Flavio Kamensind spricht mit erfolgreichen Zeitgenossen über ihr ganz persönliches Flow-Rezept. Was haben sie erreicht? Was treibt sie an? Ihr persönlicher Weg zum Erfolg, Passion und Top-Performance im Business und Leben. Und was hält sie im Flow? Flowcast. No Trash Talk, just Flow. Herzlich willkommen in der Sendung, Lea Lu. Hallo Flavio. Schön bist du da. Ich habe wirklich Freude, endlich wieder mal Frauenpower bei uns in der Sendung. Die erste Frage in der Sendung ist immer von 1 bis 10. Wie fest bist du jetzt aktuell im Flow? Jetzt im Flow 9,5. 9,5? Das ist ja schon ein gutes Level. Ja, ich glaube. Ich bin aber recht müde und dann ist es vielleicht einfacher, so in einen Flow hineinzukommen. Okay. Kann auch sein. Was machst du, um deinen Flow zu finden und in den Flow hineinzukommen? Ich glaube, ein wichtiger Teil ist, gleichzeitig fokussiert sich aber auch loslassen können. Und beim Musikmachen ist das ja etwas sehr Essentielles. Also, dass man überhaupt so in einen, ja, in einen Flow oder in einen Zustand kommt, wo es immer weitergeht. Und wo man sich nicht einengt oder nicht ja, so in eine starre Struktur reinbringt, die es dann eben stoppt, sondern dass es immer weitergeht. Und ja, es ist immer ein bisschen verschieden. Also ob es stattfindet und nicht, der Flow, ob man reinkommt und auch, was es braucht. Ich glaube, das ist total abhängig von dort, wo man gerade steht und woher man gerade kommt. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, woher man, dass man kommt, erzähl mal, Lea, von dir, wer bist du eigentlich für die, die dich jetzt nicht kennen, von Musik produzieren? Ich bin Lea. Mein Künstlername ist Lea Lu. Ich bin ausgebildete Jazzsängerin und Gesangspädagogin. Bin seit ungefähr 11 Jahren unterwegs, am Konzert machen, rumtouren im In- und Ausland. Habe 5 CD-Produktionen rausgegeben. Es waren 3 Alben und 2 EPs. Und ja, ich mache viel Musik und alles, was um die Musik herum passiert. Und das liebend gern. Ich habe gesehen, seit der Kindheit bewegt dich die Musik, oder? Mhm. Ja, das hat früher angefangen. Also ich habe, glaube ich, früher gesungen, als ich geredet habe. Und ich habe auch sehr früh angefangen, Klavier spielen und schon auch komponieren. Also das war ganz wichtig, den Ausdruck über die Musik ausleben für mich. Ich bin Synästhetikerin. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich weiß es oder habe es gelesen, aber vielleicht für die, die nicht wissen, was es ist, erklär das mal, was es überhaupt ist. Ich habe 2 Wahrnehmungssinn, die verknüpft sind miteinander. Und bei mir ist es so, dass ich Farben sehe, wenn ich Musik höre. Und das hat mir extrem geholfen, als Kind Musik zu machen und mir Musik selber beibringen können. Weil ich habe nie wirklich so einen Zugang gehabt zu Noten oder ich habe das auch nicht gebraucht. Weil ich die Farben hatte. Also ich bin ans Klavier hingeguckt und habe den gelben Ton gespielt und dann den roten Ton und dann den grünen und dann wieder den gelben und habe sozusagen immer über Farben mir Musik beibringen. Also C tönt für dich immer wie eine Farbe? Ja. Egal, wann du spielst, es ist immer die gleiche Farbe? Es ist immer die gleiche Farbe und also es ist auch gleich wie eine Oktave, das es ist. Ja. C ist immer weiß. Okay. Und wie ist das so? Wie hast du das erkannt überhaupt? Ich habe es mega spät erkannt, mit 18, wo ich eine Fernsehsendung gesehen auf Arte über Synästhesie und ich habe nicht gewusst, dass es überhaupt etwas ist, das nicht normal ist, das nicht alle haben. Ich habe gedacht, alle sehen die Farben. Und ja, dort habe ich das wie so, ist mir bewusst geworden, dass ich das kann und dass es etwas eher Seltenes ist. Und dann hast du das gesehen und hast das irgendwie jemandem erzählen müssen? So, weil ich habe eben beim Recherchieren gesehen, dass das sehr wenig Menschen haben. Respektive Grauziffer ist einfach sehr hoch, weil eben die einen finden es erst mit 18 aus, wenn sie irgendetwas lesen. Wie war das, wo du die Sendung gesehen hast? Hast du deinen Eltern angerufen oder einer Freundin? Hey, ich bin übrigens. Nein, ich habe es irgendwie ganz
verwunderlich gefunden, dass es eben so etwas ist, das nicht alle haben. Und ich habe es dann recht lange bei mir behalten. Ich habe es dann aber einem guten Freund erzählt, der Gitarrist ist. Und der hat es dann an einem weiteren Freund weiter erzählt. Und der hat eben gerade eine Masterarbeit gemacht in Psychologie über Synästhesie. Und genau über Musik und Farbe. Die zwei, also Gehör und Farbe, die zwei Wahrnehmungen sind. Und dann bin ich dort in die Studiengruppe dazugestoßen an der Uni in Zürich. Und dann hat man mich dort also mit Elektroden verkabelt und wirklich untersucht. Und ich habe gehofft, oh Gott, hoffentlich habe ich das. Und stell mir das nicht die ganze Zeit einfach nur vor. Ja. Und es ist dann sehr deutlich herausgekommen, dass ich das kann. Und ja, und seitdem habe ich mich so ein bisschen angefangen damit zu befassen und auch austauschen. Aber für mich ist es nichts Spezielles. Das ist wie, wenn jemand Farbe blind ist. Ich glaube, für die Person ist das nicht speziell, sondern einfach so, wie es ist. Und für mich ist das auch einfach so, wie es ist. Und man kann sich das ja auch nicht aneignen. Oder es ist, man streitet ein bisschen darüber, gell? Ja, man streitet darüber. Ich habe erst gerade eine Person getroffen, die gesagt hat, sie glaubt, dass man es lernen kann. Okay. Also sehr, sehr spannend. Glaubst du, dass das auch ein eines von deinen Erfolgsrezepten ist, dass du das hast als Musikerin? Ich glaube nicht, dass es einen grossen Einfluss hat auf Erfolg, wenn man jetzt das Wort nehmen will. Es tut mich natürlich beeinflussen beim Komponieren und auch beim Singen, beim Musik wahrnehmen auch. Aber ich wüsste halt nicht, wieso ich wäre. Ja. Wir sind gerade schon bei dem Thema Erfolg. Was ist für dich, Lea, Erfolg? Das ist so eine schwierige Frage. Ich habe mich das schon oft gefragt oder immer wieder. Und es verändert sich auch immer wieder, die Antwort. Also ich habe erst gerade für ein Büchlein von der Musikhochschule Luzern, wo ich Jazz studiert habe, dort habe ich genau diese Frage beantwortet. Und ich habe eine Antwort gesagt, die ich heute nicht mehr würde sagen. Zum Beispiel? Also darum, es verändert sich immer. Ich weiß es gar nicht mehr, aber es war wie etwas, wo ich nicht mehr die gleiche Meinung bin. Was es jetzt ist, also ich glaube, Erfolg ist, wenn man wie so in einer Art Flow kann sein, die ganze Zeit mit dem, was man macht. Und gar nicht so fest abhängig davon, wie die Reaktionen von außen sind. Also ich weiß nicht, ob Erfolg ich würde damit verbinden, wie es von außen messbar ist. Und das ist eine Frage, ist Erfolg messbar? Also bin ich jetzt erfolgreich, weil ich schon mal vor 48'000 Leuten gespielt habe? Bin ich erfolgreich, weil ich bei einem anderen Konzert von 15 Leuten gespielt habe? Also, wo ist da die Messlatte? Genau, ich finde auch, das muss jeder für sich definieren können. Ich glaube, das ist das Wichtigste, um zu entscheiden, wer ist erfolgreich und wer nicht. Trotzdem, in der Musik kann man es ja messen, eben mit wie viele Leute sind gekommen, wie viele Platten habe ich verkauft. Ich meine, du hast Privalo-Auszeichnungen bekommen, was auch eine Anerkennung ist für einen Erfolg. Du bist in den Charts mit deinem Album. Ist das für dich wichtig, in den Charts sein, Preise holen? Vielleicht früher mehr als heute, ich weiß es nicht. Oder ist dir das eigentlich egal? Also ich glaube, wenn man jung ist, und ich war sehr jung, als ich angefangen habe, ist es schon eine sehr gute Bestätigung, wenn man einen Preis gewinnt oder wenn man einen Vertrag hat bei einem grossen Label, den ich auch hatte. Oder eben auch die Feedbacks, die aussehen. Das war so wichtig, aber das ist immer weniger wichtig geworden. Und ich glaube, jetzt ist es für mich ein Zeichen von irgendwie so langsam wachsendem Erfolg oder einem nachhaltigem Erfolg, dass ich das machen kann, was ich will. Und das aber machen kann. Also, dass ich meine Songs machen kann, meine Kompositionen auf meine Art, in meinem Tempo, mit den Leuten, die ich will. Und ja, das wächst einfach so ganz langsam dahin. Aber ist nicht so, wenn du jetzt her hockst, auf dem Piano oder der Gitarre etwas spielst, denkst du, mal, das wird ein Hit. Hat man das Gefühl nicht so in der Musik? Ich stelle mir das immer so vor. Und wenn es für dich selber ein Hit ist? Ja. Ab und zu denke ich, aha, das ist eingängig. Ja. Aber was macht ein Hit aus? Hit ist wieder so fest trend verbunden. Also, was die Leute oder die Masse jetzt im Moment gerade lust. Und also, so denke ich erst gar nicht, glaubst du? Auch noch nie so gedacht? Oder in jüngeren Jahren mal, das geht ab in den Charts. Also doch, ich habe es natürlich auch schon mal gedacht bei einem Song, der nichts daraus geworden ist.
und denke, wow, das ist jetzt wirklich ein Song, der könnte funktionieren. Und dann ist nichts daraus geworden. Und wie würdest du dich definieren in dem Musikbereich, wo du bist? Ist so deine Einstellung einfach nicht kommerziell? Oder überleistest du das gar nicht? Oder willst du kommerziell? Ich finde, es ist noch schwierig. Ich kenne deine Musik und sie gefällt mir. Und ich finde, das sind eigentlich Hits. Aber denke mir dann so, willst du auch mit dem Gedanken, wenn du das produzierst, finden, mol, das ist jetzt ein Hit, das gefällt den meisten? Oder ist eher das Ziel, ich möchte möglichst speziell sein? Das ist auch noch schwierig, vielleicht zu definieren als Künstler, nicht? Es ist weder noch. Also, ich will nie etwas sein, wenn ich es am Machen bin. Sondern ich mache es, um es zu machen. Also das ist wie schon selbst erfüllend. Ja. Und was dann damit passiert, das ist absolut unberechenbar. Ja. Also ich habe zum Beispiel meine neue EP, das ist die auf dem Tisch liegt, die habe ich aus der Improvisation heraus aufgenommen, allein, in einem kleinen Home-Studio. Und absolut ohne Ziel, das jemals rauszugeben. Und ich habe zum Beispiel auch nichts korrigiert. Also ich Spuren anfangen aufnehmen und dann habe ich die nächste Spur darüber aufgenommen. Das war ein absoluter Flow-Moment. Ich konnte es nicht mal steuern, ich konnte nicht mal aufhören. Also ich bin wie so hineingesogen worden und dann ist es einfach gelaufen und gelaufen und gelaufen und die Zeit hat sich aufgelöst. Und, ja, und eigentlich die ganzen Relationen zur Außenwelt und zum Wert, das war wie alles aufgelöst gewesen. Und schlussendlich habe ich mich entschieden, das rauszugeben, so fragil wie es ist und auch so unperfekt, wie es ist. Und für mich war es sehr wichtig, weil dadurch konnte ich jetzt irgendwie sehr schöne Begegnungen haben mit Musikern und Musikerinnen, mit denen ich das gespielt und gesungen habe live oder die das gehört haben, überall auf der Welt. Und jetzt irgendwie neue so Kontakte entstanden sind. Und das ist für mich auf eine Art ein Erfolg, obwohl jetzt das nicht in den Charts war. Ja. Oder nicht extrem viel verkauft wurde. Also eben, das ist ja das Erfolgsthema, oder? Das ändert immer. Aber es ist sehr mutig, dass du sagst, hey, es ist nicht perfekt und ich bringe es raus, oder? Ja, oder findest du das, bin einfach so, das ist nicht mutig. Es hat viel Mut gebraucht. Eben, das kann man sich vorstellen. Und es braucht auch viel Mut, das live zu spielen. Also auch für die ganze Band, weil eben, es ist so auf die Essenz aber reduziert und jeder Ton, den du singst oder den du spielst, muss einfach im Moment sitzen. Weil jeder Ton, der nicht sitzt, wird einfach völlig wahrgenommen von allen. Also das ist eigentlich sehr so eine fokussierte Art, Musik zu machen, total. Und es braucht Mut, das ist so, ja. Und ich finde, gerade bei Musik braucht es ja den Flow. Das hast du auch gesagt. Es ist mega wichtig, dass man da im Flow ist. Wie ist denn das, wenn mal die Lea nicht so im Flow ist? Wie kommst du in den Flow rein wieder? Es gibt da auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dagegen anzukämpfen und versuchen, dass es jetzt wieder geht und dass die Songs kommen und die Kreativität wieder angekurbelt wird. Und dann funktioniert es nicht. Ja, das hast du aus der Liste herausgefunden. Das habe ich herausgefunden, ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass man in diesem Moment es wie annimmt, dass es so ist. Dass man nicht im Flow ist, dass es nicht läuft. Und das akzeptiert und wie Ruhe lässt. Und nicht versucht, aktiv etwas dagegen zu machen, sondern das annehmen, das ist genauso, wie es muss sein und es darf sich auch wieder ändern. Wie hast du das herausgefunden? Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis. Hast du einfach irgendwann mal von lauter Kämpfen gesagt, hey, ich muss es jetzt einfach akzeptieren? Ja, einfach aus der langjährigen Erfahrung. Eben als Musikerin, du bist ja ständig etwas am Machen, am Kreieren. Innerlich ist es immer am Brodeln. Und manchmal kannst du es ausdrücken und manchmal ist es eine Barriere. Manchmal willst du es fest steuern oder fängst ein Kopfkonzept zu machen und dann passt das nicht zu deinem Innenleben und zu deinem Bedürfnis zum Ausdruck. Und dann ist eben auch noch die Aussenwelt und das Publikum, wo du auch immer musst irgendwie doch daran denken, also nicht beim Kreieren, aber wo schlussendlich dann ja auch noch ein Faktor ist. Und ja, ich glaube, das habe ich wie so Erfahrung raus. Ist das eine Erkenntnis gewesen. Wo ich auch Musiker, also viele Musiker und Musikerinnen oder Schüler und Schülerinnen von mir fragen mich das auch. Und dann
sage ich nur. Abfahren. Abfahren und wirklich einfach annehmen. Ja. Und ich bin kein Musiker wie du, aber ich habe es selber schon ausprobiert. Mhm. Und meine Schwierigkeit, und das nehme ich jetzt deine Antwort wunder, da bist du am Produzieren und das Musik geht ja eigentlich fast ins Unendliche. Dann findest du, das könnte ich noch reinspielen, das muss ich wieder rausnehmen, das. Dann musst du ja irgendwann mal entscheiden. Mhm. Bist du gut in dem? Also im Stoppen? Ja, oder einfach so, nein. Irgendwann musst du sagen, hey, das Lied ist jetzt fertig. Du musst ja irgendwann mal sagen, jetzt ja, muss ich eine Grenze setzen. Ich bin super in dem, ja. Wirklich? Ja. Das kann ich mir so... Gut in dem. Ist das nicht extrem schwierig? Ich glaube, ich habe die vielleicht gute Eigenschaft, dass ich die Sachen auch stehen lassen und ruhen lassen. Und vielleicht habe ich das auch genau mit dieser EP gelernt. Es waren Songs, die mich gelehrt haben, genau dann aufzuhören, wenn es genug ist. Also ich habe die Songs ja aus der Improvisation heraus aufgenommen und ich habe dann beim einen im Nachhinein versucht, nochmal Sachen zu ändern und drüber zu singen. Und es hat es einfach wie total es hat es schlechter gemacht. Ja. Ja, und darum, also es war für mich so wichtig, weil es mich auch sehr viel gelehrt hat. Und im Jahr 2016 da bist du als Support Act von Coldplay gewesen, vor 48'000 Leuten im ausverkauften letzten Grund. Das ist doch sehr erfolgreich, Lea. Ja. Wir haben das große Glück gehabt, von Ihnen können zu spielen vor zwei Jahren, aber das ist wieder eine gute Frage. Macht mich das erfolgreicher nach dem Konzert wie vor dem Konzert? Und? Weil, also ich habe zwar von so vielen Leuten gespielt und jetzt, also ich habe extrem viel gelernt und das ist für mich so ein Teil von meinem persönlichen Erfolg, dass ich wirklich sehr viel von der Business-Seite, aber auch von meiner persönlichen Seite, von der musikalischen Seite, kann können lernen und zusammenfügen für den Gig, wo ich eigentlich immer davon wird können profitieren. Mhm. Und wie ist das gewesen? Ist da Coldplay zu dir und hat gesagt, hey, hast du Lust zum Spielen? Oder wie ist das überhaupt zustande gekommen? Ja, sie haben mich angerufen. Wir haben dich gesehen. Sie haben mich gehört. Gehört? Sie haben Musik gehört von mir. Also ihre Support Act ist ausgefallen, englische Sängerin. Yeah. Und dann sind sie auf die Suche gegangen nach einer lokalen Künstlerin. Sie haben immer Frauen als Vorband. Mhm. Yeah. Und dann ist meine CD ist ihnen geschickt worden, oder meine Musik ist ihnen vorgeschlagen worden, mit noch ganz vielen anderen Künstlerinnen. Und sie haben sich dann anscheinend, so habe ich das gehört, für mich entschieden. Wow. Da bist du doch ein stolz gewesen, oder? Da bin ich schon ein bisschen glücklich. Okay, das Konzert müssen wir gar nicht machen, es ist gut. Und dann, wie bis zu diesem Event-Tag hin, wie hast du dich da dein Mindset vorbereitet? Bist du da nervös gewesen? Was soll ich spielen? Ich bin nicht nervös gewesen. Null? Null. Aber nur, weil wir uns so unglaublich gut vorbereitet haben. Die Vorbereitungszeit ist ungefähr 2 Monate gegangen. Harte Arbeit. 4 Stunden geschlafen, 2 Monate lang. Ich habe das Management selber gemacht, also okay. mit einer guten Bekannten von mir und also schon auch noch mit einem kleinen Team, mhm. aber ich habe sehr viel selber gemacht und es war wahnsinnig viel Arbeit gewesen. Also jetzt rein nur das Organisatorische, so Strukturen, Administration und dann kommt noch das Musikalische, ich habe die musikalische Leitung gemacht und ich habe eine tolle Band zusammengestellt von Leuten aus Nizza, die so Teil eines Künstlerkollektivs sind, wo ich auch dabei bin. Und Leute aus der Schweiz, die ich schon lange zusammen spiele. Also wir haben so eine gute Band zusammengestellt. Und dann haben wir eigentlich in einer Woche haben wir das ganze Programm erarbeitet, was nicht viel ist. Aber ich brauche das Wort schon wieder. Nicht nur weil wir da sitzen in deiner Sendung. Wir waren echt in einem Flow gewesen. Und ich bin immer noch am verstehen, wie das stattfinden konnte. Dass wir eigentlich in einer Woche als Band so zusammengewachsen sind, wie ich das sonst nur erlebt habe bei Bands, die seit 10 Jahren zusammenspielen. Ja. Wir haben wie so uns alle glaube ich, genau gleich darauf eingestellt, das gleiche Ziel gehabt, uns mega vertraut und genau gewusst, okay, wir müssen genau auf das Ziel arbeiten. Und da gibt es wie nicht kein Rechts und Links, sondern es gibt nur das Ziel. Und wo wir dann kurz vor dem Konzert hinter dieser Bühne gestanden sind, war das Ziel schon erreicht für uns. Und darum waren wir auch nicht nervös. Ja. Also eigentlich hat dort die Arbeit aufgehört. Und wir konnten dann nur noch auf die Bühne laufen
Und ich habe ein Bild von mir, also ich glaube, der Blick oder die Schweizer Illustrierte gemacht hat. Ich habe ein Lachen, es ist wie so aufgegangen. Ich war irgendwie so entspannt. Ja. Im Gänsehaut. Auch sehr schön. Und also wir sind echt rausgelaufen und haben es genossen und sind zurück. Und darum ist auch keine Nervosität aufgekommen. Du hast mir die zwei Stichworte gerade zugespielt. Vorbereitung und ein Ziel. Mhm. Ist Lea immer so strukturiert? Oder der Musiker sagt mir doch immer, ja, den mache ich so, so, so. Aber ja, ich sehe, du hast da Pläne. Also wenn man als Musiker so und so macht, dann hat man da überhaupt keine Chance im grossen Haifischbecken und in der Situation, in der wir Musiker heute leben. Also es ist sehr streng. Weil wir nicht nur mehr Musiker sind, sondern wir machen ganz viele Jobs gleichzeitig. Und da kann man sich nicht erlauben, quasi nur der Musiker zu sein, der ausschläft und ein bisschen verhängt und ein bisschen viel trinkt oder was auch immer. Und jammt und es lustig hat. Sondern also es ist wirklich sehr ein strukturierter Job, auch Musiker zu sein. Und ich versuche mich immer zu fokussieren und vorzubereiten und dann aber gleichzeitig auch noch viel offen zu lassen. Mhm. So, dass ich mir nicht schon Sachen verbaue. Ja. Habe ich auch gelernt, ich habe dir schon vorher erzählt, dass ich in Nizza Teil von einem Künstlerkollektiv bin. Und dort ist das die Kultur, also dass man einfach total offen ist und auf sich zukommen lässt. Aber dann im Moment, wenn es passiert, dann gibt man einfach alles. Und da konnte ich auch viel lernen. Du hast gerade gesagt, du bist gerade von Nizza gekommen, du bist viel in Nizza unterwegs. Erzähl ich über das Label, das ihr dort habt. Mhm. Ich bin Teil von Time On Records. Das ist ein Label um den Musiker Medi. Das ist ein Multiinstrumentalist und Sänger. Und da sind verschiedene Künstler aus England, aus Frankreich. Ich bin Schweizerin, es hat noch eine deutsche Sängerin. Sind dort dabei. Und es ist wie so ein neues Modell im Musikbusiness, wo ich jetzt immer mehr gesehen aufkomme. Es gibt in der Schweiz ein ganz lässiges Label, Red Brick Chapel heisst es, das ähnlich funktioniert. Und wie funktioniert es? Es funktioniert so, dass Künstler sich untereinander organisieren und Strukturen kreieren und dann quasi voneinander diese Strukturen auch nutzen und sich unterstützen gegenseitig. Also es ist nicht mehr ein Label und der Künstler, sondern man ist wie alles zusammen. Die Künstler sind das Label und, okay, und wir tauschen das immer austauschen und spielen beieinander und ja, und es ist wie so ein Netzwerk, wo sich am Kreieren ist und wo man, glaube ich, extrem viel davon profitieren kann. Also künstlerisch, von der Inspiration auch und aber auch natürlich von der Business-Seite sozusagen. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Modell ist, das jetzt immer mehr wird kommen und was wichtig ist in Zukunft. Und ihr nehmt dort einen neuen Künstler auf oder ist das einfach so? Mhm, immer, das ist völlig in Bewegung und wenn jemand dazukommt, wo wenn jemand dazukommt, wo passt und wo irgendwie auch den Vibe spürt oder gut findet, dann ja. Und wie schafft man denn das, Musikerin zu werden? Was, wenn jetzt da jemand zuhört und sagt, oder eine junge Zuhörerin und sagt, ich könnte so sein wie die Lea. Wie funktioniert das? Was ist da dein Tipp? Geh zum Bowlen und lass dich fertig machen, dann weißt du, ob du singen kannst oder nicht. Ja, nein, mach das nicht. Also wenn man einen kurzfristigen Erfolg, ja, wie das Thema, einen kurzfristigen medialen Erfolg quasi will haben, dann ist das vielleicht schon ein Weg, aber ich würde das nicht machen. Ich würde in die Ausbildung investieren, sei das an einer Musikhochschule, oder auch selber, vielleicht Gesangsstunden oder Gitarrenstunden, Klavierstunden. Ich finde es immer gut, wenn eine Sängerin auch ein Instrument spielen kann. Weil dir das Songwriting und auch Kommunikation mit den Musikern nachher in einer Band extrem erleichtern. Und dann einfach eine eigene Sprache finden. Also nicht imitieren. Wobei imitieren am Anfang kann wichtig sein, zum Anfang ein Vokabular zu entwickeln, aber schlussendlich musst du eigene Sprache haben und ja, wie so einzigartig sein, das bist du. Jede und jede ist ja schon einzigartig. Und versuche das zu betonen und nicht etwas versuchen zu sein, was es schon gibt und eh nur die zweitbeste Version sein. Und man muss den Leuten einfach lernen, dass es, wie du vorher schon gesagt hast, eine Arbeit ist. Also es ist ein harter Job.
Viele sehen einfach nur da der zweistündige Bühnenauftritt. Wow, ich will den Raum und die Ehre der Leute auch. Aber das ist es eben nicht. Nein, das ist es nicht. Also eben so, der 20-minütige Auftritt bei Coldplay hat eine zweimonatige Arbeit hinter sich, die nicht bezahlt ist. Also dann arbeitest du 2 Monate und bist 20 Minuten auf der Bühne und kommst gar schon über niemals die Arbeit kannst quersubventionieren. Und also Musikerin sein und Musiker sein, hat ja wirklich viel investieren selber. Arbeitszeit, die nicht bezahlt wird, Herzblut, Ideen, Leidenschaft. Ja, also es braucht sehr vieles. Und hast du das von Anfang an gewusst, wo noch ein junges Mädchen warst, ja, diesen Weg, den will ich gehen? Mm. Ist das für dich immer klar gewesen? Oder hast du dir auch mal gedacht, ich möchte auf der grossen Bühne sein? Es war für mich innerlich, glaube ich, immer klar gewesen, dass ich irgendwie, dass ich Musikerin bin. Aber ich habe mich so fest versucht, dagegen zu wehren. Weil ich wusste, es wird nicht einfach. Ich habe dann auch nach dem Gymi kurz Psychologie studiert. Das ist vielleicht ein einfacher Weg im Leben. Aber ich habe dann während der Vorlesung immer das Realbook gelesen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Das ist so das Buch mit allen Jazz-Standards, die gesammelt sind. Und ich habe einfach so die Nottext gelesen. Und vorne war Wahrnehmungspsychologie-Vorlesung. Und ich, wow, Cis, wow. Und dann hat so eine Kollegin mich mal angestupst und gesagt, hey, ich glaube, du bist im falschen Studium. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss dir recht geben. Ich muss wechseln. Und dann habe ich gewechselt. Und ab dort ist es dann für dich klar gewesen? Ist es klar gewesen. Und dann habe ich alles dafür gegeben. Aber ich habe wirklich lange, ja, wie so versucht, eigentlich davon wegzukommen. Und wie hat dein Umfeld reagiert? Familie, Freunde, wo du gesagt hast, mal, das mache ich? Ich glaube, es war keine Überraschung. Ja. Weil ich habe ja immer schon Musik gemacht und Songs geschrieben und bin oft schon früh auftreten. Also es war, glaube ich, ziemlich natürlich. Du bist im Flow bei dem, was du machst. Du wirkst sehr entspannt und ruhig eigentlich auch. Wie machst du das, damit du auch den Ausgleich vielleicht findest? Ja, das gibt keine Nutzabmerkung, hä? Einfach Musik machen, 24 Stunden. Ja, Musik. Ich glaube, wichtig ist, also ich habe nicht so viele Pausen im Moment. Ja. Ich mache sehr viel, ich spiele viele Konzerte in Frankreich, auch in der Schweiz. Ich gebe auch noch Gesangsunterricht an 2 verschiedenen Musikschulen. Ich habe auch noch private Musikschüler. Und ich mache auch noch Songwriting-Coaching. Das finde ich eine sehr coole Arbeit. Also ich habe viele Sachen, die ich parallel verbinden und organisieren muss. Und es bleiben nicht so viele Räume, Freiräume. Und ich glaube, wichtig ist, dass man immer, in jedem Moment, egal was man am Machen ist, dass man dort einerseits präsent ist und auch wie so das Beste daraus macht. Und ja, wie so in jedem Moment auch einen Glücksmoment kann empfinden kann. Mhm. Auch bei den Sachen, die man vielleicht weniger gerne macht, suchst du auch dort so einen Moment. Oder machst du gar nicht Sachen, die dir nicht gefallen? Doch, ich mache auch viele Sachen, die mir nicht gefallen. Aber ich versuche sie dann nicht so anzuschauen. Oder nicht irgendwie... Gott, oh, das Psychologiestudium, das hat schon etwas gehört. Ja, genau. Ich weiss nicht, ob es da war. Ja, wie hat man das Mindset? Wie bist du auf das gekommen? Ich glaube, das ist einfach... Ist das angeboren? Das kann ich dir nicht beantworten, ich weiss es nicht. Aber es ist viel Erfahrung und auch viel Mal... Wie so in die Fallstür rennen. Okay, also aus dem heraus gelernt. Ja, ich habe glaube viel gelernt von auch falschen Entscheidungen. Gibt es ein Morgen- oder Abendritual in deinem Leben? Morgenritual, ja. Ich trinke immer ein Glas warmes Wasser, wenn ich aufstehe. Köstlich. Man kommt es gerne über mit der Zeit. Probier es einmal wieder. Ja, und? Es geht unterdessen, stimmt schon. Und ich habe angefangen mit sehr kurzen Meditationen am Morgen. Also 3 Minuten, 4 Minuten schnaufen und dann mache ich Atmungsübungen. Und manchmal singe ich auch ein paar Töne. Aber ich nehme mir einfach so ein bisschen Zeit, das ist nicht lang, vielleicht 10 Minuten maximal. Für mich, wo ich wie am Körper und am Geist Zeit gibt zum Aufwachen. Und gibt es ein Rezept oder einen Tipp von dir, wo du die Leute geben kannst, um den Flow zu finden? Ich meine, du bist seit klein, weißt du, es ist etwas mit Musik, hast aber dann gleich noch schnell Psychologie studiert oder angefangen. Wie finden wir das Rezept? Es ist immer einfach, die schon gefunden haben, aber
einen Tipp mit rausgeben? Es gibt so viele, die sagen, ich würde gerne, aber es scheisst mich an, ich muss nicht arbeiten, es ist Montag. Was sagst du, wenn du so einem Menschen begegnest? Ich glaube, in jedem Moment wieder sich neu können entscheiden, für wie dass man das Leben anschaut. Ich kann das auch nicht immer und auch nicht immer bei Musik machen. Das kann überall passieren, habe ich das Gefühl. Das Flow-Erlebnis. Und es hat wirklich sehr viel mit der Einstellung zu tun und wie dass man etwas anschaut. Und ich glaube, wenn die Möglichkeit besteht, dass man aus jedem Moment auch könnte Glück machen könnte, dann ist man schon auf einem guten Weg. Wow, das ist also wirklich ganz ein toller Schluss, schon fast. Ja, noch ein abschließend, was sind so deine aktuellen Projekte? Ich weiss, du schaffst bald an einem neuen Album, gell? Ich bin schon am Schreiben für ein neues Album. Es ist jetzt gerade ein neuer Videoclip rausgekommen zu meiner Single «Nothing Sweeter». Verlinken wir in den Shownotes und wenn ihr auf YouTube seid, sehen wir es gerade unten dran. Yeah! Und ich bin auch mit dem Label in Nizza am Aufnehmen im Herbst. Und in London bin ich auch noch mit einem Londoner Künstler am Musik machen und am Schreiben. Und ja, also es passiert so überall ein bisschen etwas und ich lasse auch ein bisschen auf mich zukommen, wie sich alles entwickelt. Also ich habe nicht einen Plan, was heisst, bis diesem Monat muss das fertig sein. Was auch schön ist, wenn man selbstständig ist und nicht so in einer Struktur von einem Label, das einem das vorgibt. Das ist eine grosse Freiheit und ja, ich glaube, ich bin genauso gespannt wie vielleicht du oder andere, wie sich alles wird entwickeln. Also du hast noch keinen Plan, bis 2030 muss ich das erreicht haben? 2030? Zum Beispiel. Wow. Also ich glaube, so meine maximale Vorstellungskraft von Zukunft geht vielleicht ein halbes Jahr. Immerhin. Aber es ist ja auch schön, wenn man so die Freiheit und in dem Moment leben kann. Das ist ja das, was alle versuchen. Du hast vor mir noch, wo wir noch nicht aufgezeichnet sind, etwas gesagt, das für dich Erfolg ist. Ja. Weißt du es noch? Ich habe mir das gerade noch überlegt. Und also es ist sicher schon ein guter Erfolg, wenn ich genug mit der Musik würde, haben oder verdienen, um genug oder zum Freiheit hat, um wieder Musik zu machen. Also durch die Kunst quasi die Möglichkeit zu haben, weiterhin Kunst zu machen. Manchmal ist es jetzt so ein bisschen Inbalance, wie würde ich das sagen. Dass es viel unterrichten ist oder eben viel administrative Arbeit wirklich um die Musik zu machen. Und das ist vielleicht schon so ein längerfristiges Ziel. Aber ich glaube, das ist jetzt auch immer mehr am Passieren. Gibt es eigentlich als Künstler manchmal so, vielleicht wie so Existenzängste, weil man nicht weiss, was passiert in zwei Jahren? Zum Beispiel, der Erfolg bleibt aus, was auch immer. Gibt es das? Ja, also es gibt einfach, sagen wir so, die Versuchung für Existenzangst zu empfinden, besteht in jedem Moment als Künstler. Ja, du weißt ja nicht, wann kommen die Aufträge rein, wie viel gibt es bei den Aufträgen, wie lange kannst du davon leben? Das ist so unstetig und ja, also das ist schon eine grosse Herausforderung, um damit zu leben. Aber du hast auch da das Positive daraus herausgefunden. Manchmal habe ich es, manchmal nicht. Ich versuche nicht, in die Angst hineinzugehen, sondern einfach dranbleiben. Und ich glaube, je mehr man dranbleibt, desto mehr kommt dann schlussendlich zurück. Und gibt es die Momente, wo einfach alles ein bisschen zu viel wird? Weißt du, wo du sagst, hey, jetzt habe ich da noch Gesangsunterricht, dann habe ich noch ein Konzert, ich muss zurück auf Nizza, oh, mein Album kommt ja noch im Herbst. Gibt es so? Ja. Wie holst du dich dort wieder zurück in den Flow, wo du gerne hast? Indem ich mir sage, das ist das, was ich gewählt habe. Also, du akzeptierst auch das? Das ist mein Leben, ich habe es so gewählt und es hat einen Grund, warum es jetzt genau so ist. Und einfach machen und ja, versuchen, im Moment das zu erleben, was es zu erleben gibt. Weil es bringt nichts, wenn ich das, was jetzt ist, irgendwie verteufle oder ja, versuche, wegzudrücken oder mich beklagen. Weil es ist ja so, wie es ist. Und entweder kann man es ändern, wenn es nicht gut ist. Und das liegt in deiner Verantwortung. Oder du versuchst es wie so zu nehmen und einfach zu vertrauen, dass es dann
schon mal noch ein bisschen Raum gibt, um zu ruglen und irgendwie einen Cocktail zu trinken. Okay, sehr, sehr ein schöner Schluss, Lea. Abschließend habe ich noch eine Frage. Von 1 bis 10, wie fest bist du im Flow? 9,5. Ui, immer noch. Jetzt habe ich schon gedacht, du bist so hoch. Ich hoffe, ich habe dir nicht etwas genommen. Aber zum auf 10 habe ich noch eine Idee. Du könntest uns noch etwas vorspielen. Schön, können wir nicht aufhören. Ich sage schon mal ciao und wir hören noch etwas von dir, Lea. Gut. Tschüss, Flavio. Danke. Flowcast. Abonniere mich auf iTunes, Spotify, Castbox oder auf meiner Webseite. Und verpasse keine Sendung mehr. Flowcast. Just Flow. Let's see.